Das nordische Kombi-Triple in Seefeld startet heute. Liverpool schlägt Tottenham im Premier League Spitzenspiel und die italienische Polizei ermittelt gegen Cristiano Ronaldo. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone.at Sportstudio. Für die nordischen Kombinierer steht dieses Wochenende ein Saisonhighlight am Programm. Das traditionelle Weltcup-Triple findet in Seefeld statt. Wegen dem Wetter hat das Kombi-Wochenende aber schon mit einer Absage gestartet. Der provisorische Wertungsdurchgang, der gestern stattfinden hätte sollen, konnte wegen dem Schneefall nicht zu Ende gebracht werden. Der PCR wird heute um 11 Uhr vor dem Start des Weltcup-Triples über die Bühne gehen. Am Samstag und Sonntag wird der Bewerb fortgesetzt. Österreich geht heute mit einem 11-köpfigen Team an den Start. Von Freitag bis Sonntag wird die 50. Rodel-WM am ältesten Eiskanal der Welt ausgetragen. Eigentlich hätten die Titelkämpfe in Kanada stattfinden sollen. Wegen dem Coronavirus sind sie aber nun nach Deutschland an den Königssee verlegt worden. Österreichs 14-köpfiges Aufgebot wird von den Doppelsitzern Thomas Steu und Lorenz Koller angeführt. Für Dominic Thiem und Co. geht heute die Quarantäne in Adelaide zu Ende. Nach 2 Wochen dürfen sich die Teilnehmer der Australian Open in Melbourne und Adelaide wieder frei bewegen. Und schon heute fällt der Startschuss in die neue Saison. Aber noch nicht in Melbourne, sondern in Adelaide, wo unser Weltranglisten-Dritter heute in einem Show-Event auf Rafael Nadal trifft. Die Ergebnisse vom Spiel finden Sie auf krone.at. In der englischen Premier League besiegt gestern Liverpool die Tottenham Hotspurs mit 3:1. Mit diesem Sieg steht das Team von Jürgen Klopp auf Platz 4 in der Tabelle. Sie liegen damit noch 4 Punkte hinter Tabellenführer Manchester City, die jedoch ein Spiel weniger haben. Die Spurs mit José Mourinho liegen nur auf dem enttäuschenden 6. Tabellenplatz. In der österreichischen Bundesliga geht es Schlag auf Schlag. Dieses Wochenende steht die 15. Runde am Programm und das mit einem absoluten Spitzenspiel. Am Sonntag empfängt der LASK Rapid. Im Duell der zwei Rivalen geht es darum, wer den Anschluss an Tabellenführer Red Bull Salzburg behält. Die Hütteldorfer können außerdem mit einem Sieg die Bullen überholen. Dazu müsste der Serienmeister am Samstag in Hartberg jedoch Punkte liegen lassen. Die Ergebnisse aller 6 Bundesligaspiele erfahren Sie wie gewohnt auf krone.at. Cristiano Ronaldo war auf Liebesurlaub in den Alpen. Der könnte ihm jetzt aber teurer als erwartet kommen. Die italienische Polizei ermittelt gegen den Superstar von Juventus Turin wegen einem möglichen Bruch der Corona-Regeln. Laut italienischen Medienberichten haben Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez ihren 27. Geburtstag diese Woche in Italien in Courmayeur in einem Hotel verbracht. Die Behörden sind durch ein Video, das Rodriguez auf Social Media gepostet hat, aufmerksam darauf geworden. Reisen zwischen orangen Zonen wie dem Piemont und dem Austertal sind aktuell laut italienischen Regierungsvorgaben aber verboten. Es gibt nur 2 Ausnahmen: Zweitwohnsitze oder berufliche Gründe. Sollte CR7 diese Regel gebrochen haben, droht ihm eine Geldstrafe. Ein 3-Jahres-Vertrag wird es nicht, aber es soll bald eine Einigung mit Lewis Hamilton im Vertragspoker bei Mercedes geben. Toto Wolff rechnet bald mit einer Einigung. Er schließt aber einen 3-Jahres-Vertrag aus. Dabei spielen der seit diesem Jahr geltende Budgetdeckel und die neuen Formel-1-Regeln ab 2022 eine tragende Rolle. Als Frist für den neuen Vertrag ist die Abreise nach Bahrain Mitte März gesetzt. Bis dahin sollte laut dem Mercedes-Teamchef alles in trockenen Tüchern sein. Das war's für heute aus dem Krone.at Sportstudio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.